Herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst am Sonntag Exaudi. Wir sind im Kirchenjahr mitten zwischen Himmelfahrt auf der einen Seite. Wir haben uns daran erinnert, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist, und Pfingsten auf der anderen Seite. Wir warten darauf, wie das ist, wenn der Heilige Geist in die Kirche kommt. Wie ist das eigentlich, wenn man so dazwischen ist? Also wenn das eine gerade vorüber ist und das Neue noch nicht da ist. Diesem Thema haben wir unseren Gottesdienst gewidmet und wir feiern ihn im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt kommen Sie mit mir in unsere schöne Selsinger Kirche. Lasst uns beten. Gott im Himmel und auf Erden, dein Licht erleuchtet uns, dein Wort dringt in unser Herz. So schick du uns deinen Heiligen Geist, der uns leitet, sei du bei uns, damit wir bei dir sind, heute und alle Zeit. Amen. Ich lade ein, den 27. Psalm mit mir gemeinsam zu sprechen. Eingeblendet sehen Sie einen Kehrvers. Sprechen Sie den doch mit mir mit. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich Angst haben? Höre doch, wie ich nach dir rufe, Herr. Dreh dich um, höre mich jetzt. Ich denke doch nur an dein Wort. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Ja, dich will ich suchen. Ja, ich will zu dir. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich Angst haben? Verstoß mich nicht. Verlass mich nicht, du Gott meines Lebens. Alle verlassen mich. Wenn auch Vater und Mutter von mir gingen, wärst du noch da für mich. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich Angst haben? Sag mir, was aus mir werden soll. Sei du mein Leuchtturm. Was sollen die Meerungeheuer? Überlass mich nicht der Meute. Ich bin felsensicher, dass ich sehen werde. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich Angst haben? Amen. Jetzt bleibt doch noch ein Augenblick. Also du kannst ja auch eine Stunde später fahren. Wir trinken noch einen Kaffee. Und wenn du dann zu Hause angekommen bist, dann telefonieren wir gleich, okay? Du rufst an, ne?
Platz gefunden? Ja? Und wer sitzt dir so gegenüber? Ja, erzähl doch mal. Dann fällt mir der Abschied nicht so schwer. Ich erinnere mich ganz genau an eine Abschiedsszene. Und zwar war ich fertig mit der Schule, hatte ein paar Wochen frei gehabt. Und dann kam der Tag immer näher, wo ich zu meinem Zivildienst aufbrechen sollte. Ich habe überlegt, was nimmt man eigentlich mit, wenn man jetzt Zivildienstleistender wird. Und also die Gitarre, klar, Anziehsachen, logisch, eine Bibel, klar. Aber sonst, ich habe irgendwie Sachen gepackt, wie als ob ich auf eine Freizeit fahre. Und habe das alles irgendwann in meine kleine Ente reingeladen, hinten auf den Rücksitz. Ich habe das Dach aufgeschoben. Ich dachte, dann sieht es irgendwie vielleicht ein bisschen aus wie Urlaub, wo ich jetzt hinfahre. Und dann bin ich irgendwann rückwärts von unserem Hof damals runtergesetzt auf so einen Wendehammer und vor mir standen meine Eltern und ich fuhr so rückwärts und sah sie vor mir stehen und dann habe ich das Lenkrad so eingeschlagen und bin in die andere Richtung weggefahren, noch winkend durch mein Dach hindurch, aber ehrlich gesagt, das war ganz schön schwierig. Nach einer Sommerfreizeit ist der Abschied eigentlich die krasseste und intensivste Situation. Man ist zu Hause angekommen, wir stehen alle im Kreis und verabschieden uns voneinander. Man hat über Tage und Wochen ganz viele Sachen miteinander geteilt. Den Tag, das Zimmer, das Badezimmer. Ja, man hat einfach ganz viel gemeinsam erlebt. Und dann ist es soweit. Man weiß, diese Situation, wie man sie hatte, kommt nie wieder so zurück. Es ist unwiederbringlich. Ein Abschied, der traurig ist und gleichzeitig glücklich. Nach so vielen gemeinsamen Tagen. Himmelfahrt. Die Jünger erleben, Jesus geht. Jetzt wird es Wirklichkeit. Seitdem ist Jesus nicht mehr sichtbar bei ihnen. Zum Abschluss hat er ihnen noch einige wichtige Worte gesagt. Verlasst Jerusalem nicht. Wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft. Aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde.
Nun liegen harte Tage vor den Jüngern. Welche Fragen bewegen sie? Wir hören mal rein. Wann wird es soweit sein mit der Herrschaft Gottes? Gleich? Heute Abend? Morgen? Oh, diese Ungewissheit, die ist ja unmöglich auszuhalten. Wie wird Jesus diese Herrschaft auf Erden eigentlich aufrichten? Also wird er sich mit Gewalt durchsetzen? Das war ja sonst eigentlich nicht so sein Stil. Taufe durch den Heiligen Geist, also das stelle ich mir aufregend vor. Was wird von uns verlangt? Ich meine, was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir konkret tun? Also ich meine zum Beispiel morgen, wie sieht da unser Tagesablauf aus? Ich hasse Abschiede. Ich vermisse Jesus so. Und jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ich liebe Abenteuer. Das wird großartig, wo Gott uns noch hinführen wird. Kann mich mal jemand in den Arm nehmen? Ich bin so traurig. Bis jetzt war Jesus unsere Inspiration, unsere Kraftquelle, unser Lehrer. Also der Heilige Geist, der kann diese Gemeinschaft mit Jesus gar nicht ersetzen. Wie soll das gehen? Diese und andere Gedanken und Gefühle mögen die Jünger Jesu nach seiner Himmelfahrt erlebt haben. Jesus lässt sie nicht allein. Er ist auf andere Art und Weise bei ihnen, in ihren Herzen, als niemals versiegende Kraftquelle. In einem neuen Geist werden sie Jesus erkennen. Das ist kein Ersatz für seine Anwesenheit, aber es ist ein Trost. Noch heute lebt dieser Geist mitten unter uns, wo nach Gottes Willen gefragt wird, wo wir in seiner Liebe handeln. Aber auch dort, wo wir hadern, wo uns der Hals zugeschnürt ist, ist er uns nahe und er bringt unsere Anliegen vor Gott. In diesem Abschied liegt nicht nur Schwere. Er trägt in sich auch die Verheißung auf ein Wiedersehen. In Johannes 16, Vers 22 heißt es, Jesus spricht, ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. So paradox es auf den ersten Blick auch erscheinen mag, nach dem Abschied ist das Wiedersehen in den Blick gekommen. Darin liegt Hoffnung und Freude. Ich lade euch und sie zu einer persönlichen Besinnung ein mit einem Text von Christina Brudereck, Himmelfahrt. Erinnere dich an ein Wiedersehen, an ein Zusammentreffen mit einem besonderen Ort, mit einem Platz im Café, einem Ort deiner Kindheit im Urlaub, an die Begegnung mit einer Person, einer alten Angehörigen, einer Nachbarin, einem Freund oder mit Gott. Nach langem Schweigen vielleicht. Hol den Moment aus dem Gedächtnis in die Gegenwart. Ruf dir in Erinnerung, was du gedacht hast, gefühlt, erlebt.
Wie war das, als ihr euch nach so langer Zeit wiedergesehen habt? Hast du ein Wort dafür? Erinnerst du dich an die Überraschung, die Freude, die Liebe oder auch an die Traurigkeit über die Jahre der Entfernung, Entfremdung und Sehnsucht? Erinnere dich immer wieder mal an die Möglichkeit der Wiedervereinigung. Es fühlt sich ganz anders an, in so einem Zug zu sitzen und in eine neue Etappe irgendwie zu fahren, in eine neue Stadt oder zu einem neuen Projekt oder auf einen Besuch oder am Bahnsteig zu stehen und dem Zug hinterher zu winken und zu sagen, ja, das war schön, aber jetzt geht es irgendwie anders weiter. Das ist doch immer so ein bisschen ein Moment von, ach, was jetzt wohl kommt. Und auf so eine Situation bereitet Jesus seine Jünger vor, denn er weiß, er wird gehen und die Jünger werden zurückbleiben. Was er ihnen sagt, lese ich aus dem Johannesevangelium. Jesus spricht: Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jesus sendet den Jüngern, sendet uns einen Tröster. Ehrlich gesagt, wenn mir jemand einen Tröster sendet, dann freue ich mich. Aber wenn ich mir aussuchen dürfte, ob ich in eine Situation komme, wo ich einen Tröster brauche, dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, oh, vielleicht lieber nicht. Denn einen Tröster zu brauchen bedeutet doch, dass man irgendwie in eine schwierige Situation hineingekommen ist, dass man Leid erfahren hat, dass da ein Abschied ist, wo man jetzt eben einen Tröster braucht. Dass Jesus einen Tröster verheißen hat, ist gut für uns, denn immer wieder ist das so, dass wir einen brauchen. Heute ist das so und damals bei den allerersten Christen ganz genauso. Die Himmelfahrtssituation ist ja so eine. Die Jünger gucken in den Himmel und sehen, wie Jesus verschwindet und denken, ach, wie wird es jetzt wohl für uns weitergehen? Und dann kommt das Pfingstfest und die Gemeinde wird ganz neu erfrischt. Der Heilige Geist kommt und in der Folge kommen viele Menschen zum Glauben. Es beginnt etwas ganz Neues. Sie organisieren sich irgendwie in Jerusalem. Es werden immer mehr Menschen, sie teilen die Aufgaben auf. Es geht irgendwie los mit der Gemeinde. Und eben gerade war noch die Situation, ach. Dabei bleibt es aber bei diesen ersten Christen nicht stehen.
Diese erste Gemeinde ist nämlich so bekannt und in dem, was sie macht, irgendwie so erfolgreich, so explosiv irgendwie, dass das Anstoß erregt bei den anderen, die es auch noch gibt dort in Jerusalem. Und so wird einer von denen, die das Wort schwingen, wird vorgeladen und soll sich erklären, soll erklären, was die Christen da machen. Und er wird tatsächlich gesteinigt. Stephanus. Stephanus ist einer der ersten Christen und er ist einer der ersten Märtyrer. Als die Gemeinde das erfährt, da ist sie entsetzt. Die Menschen bekommen Angst, dass ihnen etwas Ähnliches passieren könnte. Und ganz viele von ihnen ergreifen die Flucht. Sie gehen einfach weg aus Jerusalem. Sie ziehen in den Norden, sie ziehen in den Süden, sie ziehen in Richtung Wasser. In dem Augenblick, wenn man sie gefragt hätte, wie fühlt sich das jetzt an, hätten sie gesagt, wir sind entsetzt. Wir haben den Stephanus gemocht und das war ungerecht, dass er umgekommen ist. Was ist denn jetzt? Wir brauchen dringend einen Tröster. Und so gehen sie in die verschiedenen Orte um Jerusalem drumherum. Und in all ihrem Entsetzen, in der Trauer, da passiert das, was Jesus hier versprochen hat. Der Heilige Geist kommt zu diesen Jüngern und man merkt die Auswirkungen von seiner Gegenwart. Ich will eine Geschichte hier ganz von Beginn lesen. Manche der Jünger sind nach Damaskus geflohen. Auch dort gründet sich eine erste Gemeinde und diese Leute feiern Gottesdienste und sind ganz froh miteinander. Eines Tages hören sie, es kommt eine Verfolgung in Richtung Damaskus. Und die Leute, die jetzt nach Damaskus kommen, haben genau die gleiche Absicht, wie es ihnen in Jerusalem gelungen ist, nämlich die christliche Gemeinde zu zersplittern, sie zu zerstören. Und in dieser Angst passiert etwas Besonderes. Vor den Toren von Damaskus begegnet Gott dem oberen Verfolger. Der Mann, der eben gerade Saulus gewesen ist und der diese Verfolgung angezettelt hat, der ersten Christen, der begegnet Gott. Er lernt Jesus Christus kennen und sein Leben dreht sich um 180 Grad. Ein ganz neues Leben beginnt für Saulus, der dann später Paulus heißt. Die ersten Christen in Damaskus, die erfahren das und sie können es kaum glauben. Paulus wird zu ihnen geschickt, weil die anderen sich keinen Rat mehr wissen. Was hat er da gesehen? Wem ist er begegnet? Er fragt selber danach. Er möchte diese Christen kennenlernen und so wird aus Saulus Paulus und die ersten Christen erleben so einen Trost, so einen Beistand, wie Jesus ihnen das versprochen hat. Petrus ist in eine andere Richtung losgegangen. Er hat sich auf den Weg in Richtung Küste gemacht. Er ist erst nach Lydda und dann nach Joppe gegangen und irgendwann ist er, nachdem da auch überall kleine Gemeinden entstanden sind, ist er wieder zurück nach Jerusalem gegangen. Eines Tages klopft bei ihm an der Tür ein römischer Soldat. Und er sagt, Petrus, wir brauchen dich, du musst mitkommen. Und ich stelle mir vor, in dem Augenblick, als Petrus das gefühlt hat, dieses Klopfen und dass das ein römischer Soldat ist, hat er gedacht, jetzt ist es wieder soweit. Ha, wie soll das weitergehen mit mir? Wie soll das mit der Geschichte dieser ersten Gemeinde weitergehen? Und in diesem Augenblick zeigt sich, dass der römische Soldat nicht ihn als einen Gefangenen sucht, sondern ihn als jemanden, der ihm etwas erzählt über die erste Gemeinde und über Jesus Christus. Der Heilige Geist hat diesem römischen Hauptmann, Cornelius heißt er, hat ihn neugierig gemacht auf Jesus. Der ist gespannt, was gibt es da zu erleben in der ersten Gemeinde? Was kann ich erfahren von diesem Jesus? Und so ist Petrus einer von denen, die diesem Cornelius den Glauben weiterbringen. An vielen Stellen ist das in der kommenden Geschichte der ersten Christen so. Zum Beispiel, als sich die erste Missionsreise auf den Weg macht. Da sind Leute unterwegs miteinander und sie sind sich nicht ganz genau sicher eigentlich, wen sie als Kumpel mitnehmen sollen. Sie wollen ein kleines Team sein und einer von ihnen, haben sie den Eindruck, passt da nicht so richtig rein, weil er sich bei einer anderen Gelegenheit nicht bewährt hat. So lassen sie ihn zurück. An einer anderen Stelle, da trennt sich der Weg von den Leuten, die da gerade eben auf einer Missionsreise gewesen sind. Ein Moment des Hach, wo Leute sagen, wie schade, diese Etappe geht zu Ende. Und in dem Augenblick
zeigt sich, dass Gott eine andere Idee hat für die Situation. Er schenkt seinen Heiligen Geist und da, wo eben gerade ein Team unterwegs gewesen ist und Menschen vom Glauben erzählt hat, da sind auf einmal zwei unterwegs. Jesus Christus verspricht uns seinen Heiligen Geist. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das in diesen Tagen erfahren. Wenn Sie so ein Gefühl haben, so ein, ach, wie soll das eigentlich weitergehen? Was wird aus dem, wie es um unsere Welt steht? Was kann da eigentlich werden? Ich wünsche Ihnen und ich wünsche mir das auch, dass wir solche Momente des Hach erleben, wo Gott seinen Heiligen Geist schickt und etwas ganz Neues entsteht. Amen. In diesem Gottesdienst sammeln wir Spenden für eine FSJ-Stelle an der Gedenkstätte Lager St. Bostel. Hier im Gebiet unserer Kirchengemeinde liegt die Gedenkstätte Lager St. Bostel und dort arbeiten junge Menschen für ein Jahr auf dieser FSJ-Stelle und engagieren sich für den Frieden. Mit ihrer Spende helfen sie, dass junge Menschen dort für ein Jahr den Friedensdiakon Michael Freitag Paray unterstützen. Wir sagen herzliche Grüße an die Gedenkstätte und wir sagen herzlichen Dank für Ihre Gaben. Lasst uns beten. Jesus Christus, sende deinen Heiligen Geist, dass er uns erfülle mit deiner Wahrheit. Jesus Christus, sende deinen Heiligen Geist, dass er uns helfe zu unterscheiden, was gut und was böse ist. Jesus Christus, sende deinen Heiligen Geist, dass wir Kraft finden, der Ungerechtigkeit zu widerstehen. Jesus Christus, sende deinen Heiligen Geist, dass deine Gemeinde Heimat für die wird, die dich suchen. Jesus Christus, sende deinen Heiligen Geist, dass er uns tröste und ebenso alle, die von Corona betroffen sind. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in die kommenden Tage unter dem Segen unseres Gottes. Friede sei über dir vom einen Ende des Horizonts bis zum anderen, damit du behütet bleibst vom Aufgang der Sonne bis tief in die Nacht. Friede sei mit dir, wo immer du auch unterwegs bist, damit du heiter und unbesorgt dein Tagwerk vollbringen kannst
und des Nachts angstfrei schlafen. Friede sei in dir bei allem, was du denkst, sagst oder tust, damit durch dich ein Stück vom Himmel auf dieser Erde spürbar wird. Es segne dich, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.